Der letzte Punkt ist das Thema Danke. Und ich möchte auf eine letzte Kernkompetenz zu sprechen kommen. Ich habe den Eindruck, und das ist aber leider noch nicht forschungsmäßig von mir belegt, ich habe den Eindruck, dass gute Verkäufer sich auch durch eines auszeichnen, das ist Dankbarkeit und Demut. Und das ist, glaube ich, das Kriterium, was den klassischen früheren Hardseller, liebe Martin Limbeck übrigens, der spricht ja vom neuen Hardselling, aber was das alte Hardselling eben nicht hatte, ist diese Demut vor Kunden und von dem, was Mitarbeiter leisten. Und Reinhold Würth, den ich jetzt am Anfang schon erwähnt habe, hat ja auch in seinen Büchern immer wieder erwähnt, ich bin dankbar für das, was die Leute tun, ich zolle Respekt für die Einsätze, die geleistet werden. Und deshalb stelle ich die These auf, eine wichtige Kernkompetenz für die allermeisten Vertriebler, die Top-Performer sein wollen, ist das Thema Dankbarkeit. Und dazu habe ich eine kleine letzte Geschichte für Sie mitgebracht, die ein bisschen mehr ist als ein Hinweis. Vielleicht machen Sie da sogar gedanklich so ein bisschen mit. Stellen Sie sich vor, wir wären heute nicht hier in Stuttgart in der Arena, nicht beim Wissensforum, sondern wir wären in so einer Amphi-Arena irgendwo mit Blick auf das Meer. Und das wäre ein Filmfestival. Und auf diesem Filmfestival werden Regisseure, Filmemacher und so weiter gekürt, die dann eben Preise bekommen. Und meistens kennen Sie diese Szene, dann steht hier vorne so ein viel zu tiefes Mikrofon und da sprechen die dann alle ihren Dank rein. Jetzt ist die Situation, ein junger Regisseur bekommt einen Preis, er kommt nach vorne, spricht in dieses viel zu niedrige Mikrofon und sagt, ich habe mir heute Morgen lange überlegt, wenn mein Name heute Abend aufgerufen wird, wem würde ich danken? Und ich habe mich dann beim Frühstück hingesetzt und habe eine lange Liste geschrieben mit all den Leuten, denen ich dankbar bin für das, was sie beigetragen haben zu meinem Erfolg. Und ich wollte eigentlich diese Liste heute Abend vorlesen. Ich finde aber, dass sie das wahrscheinlich langweilen würde und deshalb lasse ich sie hier oben in meiner Brusttasche. Stattdessen möchte ich gerne in einem kurzen Moment der Stille denjenigen gedanklich danken, die dazu beigetragen haben, dass ich heute diesen Preis habe. Und dann sagt er, und vielleicht möchten Sie das mit mir zusammen machen. Danken Sie doch in diesem Moment der Stille denjenigen, denen Sie selbst dankbar sind für das, was Sie getan haben. Und dann sagt er, und manchmal frage ich mich, auf wessen Liste mein Name heute gestanden hätte. Wer mir dankbar dafür gewesen wäre, dass ich Beiträge zu seinem Erfolg geleistet habe. In diesem Sinne, ich glaube, das ist so ein bisschen das Reziprozitätsgesetz im Vertrieb, das ja auch immer noch wirkt, also Leistung und Gegenleistung. Ich glaube, dass Dankbarkeit, ein bisschen Demut, eine ganz wichtige Kernkompetenz im Vertrieb ist. Ich werde mich aufmachen, die weiter in der Forschung zu untersuchen. Für den Moment danke ich Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.